Sie haben in der ganzen Stadt Razzien durchgeführt. Wir sind nervös nach dem, was gestern passiert ist. Alles wird gut. Wir sind fast da. Wer fährt denn überhaupt? Das ist doch gar keiner. Das Auto fährt automatisch. Mit der Übergabe der Androiden an die zuständigen Behörden wird das Land zu einem Stillstand kommen. Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte 2/3 ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Hier soll uns geholfen werden? Ernsthaft? Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Wenn ihr dort seid, sucht Marcus. Er wird euch helfen. Ach. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel. Aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Und seid vorsichtig. Pass auf sie auf. Na los, Leute. Beeilen wir uns lieber. Wir müssen einen Bus kriegen. Tja, soll ja einer der Frachter sein. Hoffentlich finden wir Marcus, das wäre gut. Oh nein, alles führt zusammen. Ich geh kaputt, Alter, nein, geil. Oh mein Gott. Das Menschen oder Androiden? Wir müssen Alice ins Warme bringen. Ist extrem alarmierend. Entweder sie oder wir. Wir müssen die Dinger zerstören, bevor sie uns alle töten. Wir haben das Ding mit Benzin angesteckt. Dieses Scheißding hat auf meine Kinder aufgepasst. Sie jagten die Polizei und schlachteten sie ab. Diese Dinger sind Monster. Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt gleichzeitig. Oh, Scheiße. Fieber. Scheiße. Klingt nicht gut.
Bleib bei ihr. Ich suche diesen Marcus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden. Und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara, ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Bin gleich zurück. Bleib bei Alice. Scheiße. Irgendwas. Also, mir gefällt die Situation nicht gerade. Finde den Abweicher, Anführer. Ach du Scheiße, nein! Es ist so geil gemacht, ne? Wird wir wahrscheinlich eh das Schlimmste drin stehen. Okay, die Nachrichten wiederholen sich leider etwas. Du bist verwirrt. Du bist auf einer Suche. Der Suche nach dir selbst. Oh Gott. Finde Anführer von Jericho, finde Marcus, ja. Den zu finden wird recht schwierig, glaube ich. Und der Neutralisierung aller Militärandroiden mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Antarktis zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Der Kreml hat noch keinen Kommentar abgegeben, doch es ist gut möglich, dass... Bist du Marcus? Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten, sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr solltet eine Weile hier bleiben. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Sie braucht mich. Und ich brauche sie. So einfach ist das. In den Morgenstunden kam es in Detroit zu einem massiven Aufruf von Gewalt. Mehrere hundert Androiden zogen durch die Straßen und hinterließen eine Spur der Verwüstung und bedrohten das Leben der anwesenden Passanten. Die Polizei reagierte schnell auf die Sache. Eine Maschine. Du wusstest es von Anfang an. Du wolltest es nur nicht sehen. Sie wollte eine Mutter. Und du wolltest dich um jemanden kümmern. Ihr brauchtet einander.
Welchen Unterschied macht das? Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Alice liebt dich, Kara. Sie liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest, und du die Mutter, die sie brauchte. Zu vergessen, wer man ist, um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Ach so, das ist gar nicht die richtige Alice. Oh Gott, erschreckend ein bisschen. Kara, stimmt irgendwas nicht? Für immer zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Für immer. Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. Präsidentin Warren sagt, wir sind eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und müssen zerstört werden. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Es ist ein Desaster. Sie schlachten unser Volk ab. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir sind. Ich will keinen Krieg, aber ich bin lieber tot, als Sklave zu sein. Es war ein friedlicher Marsch, doch du wolltest den Kampf. Jetzt sind hunderte Menschen und Androiden tot. Man erntet, was man sät. Nichts als Gejammer. Was hast du denn schon getan, Josh? Ich habe wenigstens gekämpft. Und wenn ich sterbe, sterbe ich frei. Wir sollten nicht vergessen, wer unsere Feinde sind. Kämpft nicht untereinander. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Marcus? Dialog. Das ist der einzige Weg. Ich gehe allein. Und suche ein letztes Mal das Gespräch. Tu das nicht, Marcus. Sie töten dich. Vielleicht. Aber Norwich muss es versuchen. Wenn ich nicht wiederkomme, haltet euch erstmal bedeckt. Komm einfach zurück. Sie müssen begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Finde die richtigen Worte, dann hören Sie zu. Dass es Norse nicht gefällt, war klar. Ist es das, wovon wir geträumt haben? Sie können die Dinge nicht aufhalten. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Ich bat ihn, es nicht zu tun und mir den Zünder zu geben.
Nein. Schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Wir sollten nicht wie sie werden, North. Wir erreichen die Freiheit. Ich wusste nicht, was ich machen wollte. Keine Ahnung, Leute. Tut mir leid. Ich konnte das jetzt nicht so schnell entscheiden. Scheiße. Was immer morgen passiert. Du sollst wissen, dass ich froh bin, dich zu kennen. Ich gehe zu den anderen. Pass auf dich auf. Ich will dich nicht verlieren. Oh Gott, bitte, 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 bitte. Da passiert doch jetzt bitte nichts. Oh Gott. Gut gemacht, Connor. Nein. Du hast Jericho gefunden. Nein. Und den Anführer aufgespürt. Jetzt kümmere dich um Marcus. Wir brauchen ihn lebend. Ich soll dich lebendig abliefern. Oh, Scheiße. Nein, aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Was soll denn das? Du bist einer von uns. Du kannst doch dein Volk nicht verraten. Du kommst jetzt mit! Für sie bist du nichts. Du bist nur ein Werkzeug für ihre Drecksarbeit. Aber du bist mehr als das. Wir alle sind mehr als das. Du bist Connor, nicht wahr? Der berühmte Abweichlerjäger. Tja, herzlichen Glückwunsch. Du hast wohl gefunden, was du gesucht hast. Das reicht jetzt! Hast du dich nie gefragt, wer du wirklich bist? Bist du nur eine Maschine, die ein Programm ausführt, oder ein lebendes Wesen, das Verstand hat? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du dir diese Frage stellst. Komm zu uns. Schließ dich uns an. Du bist einer von uns. Hör auf dein Gewissen. Entscheide dich jetzt.
Sie werden Jericho angreifen. Was? Wir müssen hier weg. Scheiße. Oh Gott. Was ist los, Kara? Schnell, wir müssen hier verschwinden. Na los, 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 los! Die Ratten in der Falle. Schnell, Kara! Sie kommen! Der Korridor da drüben! Los, mir nach! Hier lang! Schnell! Hier lang! Weiter vorn muss ein Ausgang sein. Hier rein, schnell! Sie nehmen uns ins Kreuzfeuer. Wir müssen fliehen, Marcus. Wir können nichts mehr tun. Es gibt Ausgänge auf dem zweiten und dritten Deck. Findet sie und springt in den Fluss. Wo ist Simon und Josh? Ich weiß nicht. Wir wurden getrennt. Wir müssen Jericho sprengen. Wenn es untergeht, evakuieren sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Frachtraum. Die Soldaten sind überall. Sie hat recht. Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen kommen. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Marcus! Es dauert nicht lang. Das ist das Ende von Jericho. Rette unser Volk, Marcus. Ich hasse es! Lass dich nicht hier! Kara, nein! Keine Bewegung! Das hättest du nicht tun sollen. Du darfst Alice nicht gefährden. Geh jetzt, bevor sie zurückkommt. Was ist mit dir? Was willst du machen? Ich komm klar. Alice ist alles, was zählt. Ich will dich nicht verlassen, Luther. Keine Sorge. Wir treffen uns an der Grenze, okay? Geht jetzt, passt gut auf euch auf. Die Tür auf!
mir geht's gut. Wir können nicht hier bleiben. Da sind noch mehr! Folgt mir! Sorry, aber... Josh! Schnell, hier lang! Such North, ich komme nach! Ein Ausgang! Geschafft, Alice! Runter! Beweg dich nicht. Bitte tötet mich nicht! Ich hab... Na los, wir verschwinden von hier. Schnell, wir müssen weg. Es ist zu spät, Marcus. Wir können nichts mehr für sie tun. Wir müssen weg. Feuer!
Da drüben! Los! Sie haben Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Das Schiff sinkt, Sir. Wir sollen evakuieren. An alle Einheiten, sofort das Schiff verlassen und evakuieren! Es ist noch nicht vorbei. Alter. Alter. Krass. Ja. Ach du Scheiße. Markus und Kara. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, wir hätten da ja einiges noch machen können anscheinend. Alter Falter, das ist ja echt heftig. Heftig. Ja, ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Puh. Und ja. Sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Auch natürlich ein Däumchen immer wieder. Schön. In dem Sinne, haut der Rinsen. Wir werden einen ganz bekannten Grinsen. Und seid im nächsten Part auf jeden Fall wieder dabei. Tschüss.